Am 25. Mai 2014 wird der Heidelberger Gemeinderat neu gewählt. Die zur Wahl antretenden Parteien und Gruppierungen kämpfen bei den Heidelbergern um jede Stimme. Wofür stehen die Kandidaten und was wollen sie für Heidelberg erreichen? MAN News hat sich bei einigen von ihnen umgehört. Dr. Jan Gradl, Spitzenkandidat der CDU Heidelberg. Ja, Kommunalpolitik ist Gestaltung von öffentlichem Raum und es spielt sich auf sehr vielfältigen Ebenen ab. Das beginnt im Untergrund mit den Kanalneubauten oder mit den Ver- und Entsorgungsleitungen, den Zustand der Straßen und endet bei Familienbetreuung, Kindergartenbetreuung, endet in Schulsanierungen, in Verkehrsprojekten, in Projekten, die Gewerbeflächen betreffen, die die Wirtschaft betreffen. Wir glauben, dass wir Heidelberg als wirtschaftlichen Standort stärken müssen, damit auch die Einnahmensituation der Stadt gestärkt wird und glauben, dass hier auch neue Impetus gesetzt werden können über die Konversionsflächen und über eine Stärkung der Wirtschaftskraft Heidelbergs. Wir gehen natürlich davon aus, dass wir wieder im Gemeinderat stark präsent sein werden. Wir hoffen auch, dass wir die stärkste Fraktion stellen werden im Gemeinderat. Nichtsdestotrotz werden wir Allianzen brauchen für unsere wichtigen Ziele. Die an erster Stelle steht da mal das Mobilitätsnetz, mit natürlich auch dem Projekt Stadt an den Fluss. So wollen wir es gerne verknüpfen, denken, dass das ein Traum ist für Heidelberg und auch das Größte ist, was man den Heidelberger Bürgern eigentlich schenken kann, diese Qualität und diese neuen Aufenthaltsräume am Neckar. Und glauben, dass es ein großer Coup sein wird, wenn wir zusammen mit dem Mobilitätsnetz dieses Projekt anpacken können. Das Mobilitätsnetz hat aber auch noch andere Faktoren, die wichtig sind, nämlich die Erschließung des Neuenheimer Feldes. Da sind wir ja schon am weitesten, schon im Planfeststellungsverfahren. Und wir hoffen natürlich, dass nachdem diese Straßenbahn dann gebaut ist, dass wir alle Aufgaben erfüllt haben, die man sozusagen im Modal Mix dem Neuenheimer Feld anbieten kann als Verkehrserschließung, dann auch das wichtige Thema der fünften Neckarquerung angehen werden. Wir denken allerdings, dass das nicht mehr in der nächsten Legislaturperiode passieren wird, sondern erst danach, wenn die Maßnahmen alle gegriffen haben.